Dieses Video ist ein Trainingsvideo zu binomischen Formeln. Auf der rechten Seite stehen 5 Aufgaben und du siehst hier den blauen Kasten, da stehen alle binomischen Formeln nochmal drin. Drück auf Pause, mach die Aufgaben selber und wenn du irgendwo stecken bleibst oder wenn du am Ende deine Ergebnisse vergleichen willst, dann schau dir meinen Lösungsweg an. Erste Aufgabe a plus 3 zum Quadrat. Erste binomische Formel, hier steht ein Plus, das wäre die erste. Zunächst mal muss man beide Summanden quadrieren. Also das ist gleich a zum Quadrat und die 3 muss auch quadriert werden. Ich schreibe die mal nach rechts, plus 3 Quadrat. Und was kommt in die Mitte? In der Mitte steht immer 2 mal a mal b, 2 mal das mal das. 2 mal a mal 3 ist 6a, also plus 6a plus 3 Quadrat und 3 Quadrat ist 9, also a Quadrat plus 6a plus 9. Nächste Aufgabe, x plus 2y zum Quadrat. Also das wäre zunächst mal x Quadrat. Dann müssen wir dieses 2y hier auch quadrieren. Und die hoch 2 bezieht sich sowohl auf die 2 als auch auf das y. Also müssten wir sagen, 2 hoch 2 und y hoch 2, das wäre 4y hoch 2. 4y hoch 2. Und was steht in der Mitte? 2 mal das mal das. 2 mal 2 ist 4 mal x mal y. Also plus 4xy plus 4y Quadrat. Als nächstes haben wir a minus 4. Das wäre die zweite binomische Formel. A minus b zum Quadrat. Und der einzige Unterschied zur ersten binomischen Formel ist dieses Minuszeichen hier. Der Rest ist alles gleich. Also a zum Quadrat, dann 4 zum Quadrat, wäre 16. Dann die Mitte, 2 mal das mal das. 2 mal 4 ist 8, also 8a minus 8a. Plus 16. Dreiecks minus 4 zum Quadrat. Zunächst mal 3x zum Quadrat. Das Quadrat bezieht sich auf die 3 und das x, also 9x Quadrat. Dann 4 zum Quadrat ist 16. Was steht in der Mitte? 2 mal das mal das. 2 mal 3 ist 6, mal 4 ist 24. Also 24x. Minus 24x, das ist die zweite binomische Formel, und dann plus 16. Letzte Aufgabe, 3x plus 2y zum Quadrat. Also erstmal 3x zum Quadrat ist 9x Quadrat, 2y zum Quadrat ist 4y zum Quadrat. Und was steht jetzt in der Mitte? 2 mal das mal das. 2 mal 3 ist 6, mal 2 ist 12, 12xy. Erste binomische Formel, also plus 12xy und plus 4y². Damit sind wir fertig.